Nun hängen wir da auf der Pendeluhr, also auf der Pendel und der Kondel. Der Riegel war auf der Innenseite. Ich kam nicht dran. Ach du, da ist auch noch dazu. Wir schwingen uns da wie ein Indiana Jones. Nun. Ich kam nicht ganz an den Griff heran. Ach, das noch. Ach Gott, ach Gott, was haben wir? Was haben wir? Was haben wir? Eigentlich gar nichts. Haha. Die Tür der Seilbahnkabine war zu. Was könnten wir hier tun? Nochmal mit Nico reden. Hältst du durch, Nico? Sagen wir mal so, entweder ich halte durch oder ich stürze in den Tod. Ach du Gottes Willen. Was haben wir hier noch? Die Türe. Ich kam nicht ganz an den Griff heran. Naja, was haben wir? Was haben wir? Was haben wir? Mit der Wolle haben wir es aufgemacht. Ich pack's jetzt nicht. Jetzt reden wir wieder mit der Nico. Halt dich fest, Nico! Ich halte mich fest, George! Fensterhebel. Verdammt, das klemmt ein bisschen. Sekunde noch! Jetzt beeil dich! Nico! Nico! Ach du Scheiße. Oh, Mr. Stobart, endlich treffen wir uns wieder. Ich will mein Gemälde zurück. Welches Gemälde? La Malédiction. Gesundheit. Lassen Sie die Spielchen. Wir wissen beide, dass das Gemälde einen Schatz birgt, Mr. Stobart. Wissen Sie, selbst wenn das Bild Ihnen gehörte, ich würde es Ihnen nicht geben. Sie sind bloß ein gewöhnlicher Verbrecher. Oh, das haben Sie nett gesagt. Aber Sie ärgern mich nicht nochmal. Nochmal? Sie haben meinen Rubel gestohlen. Meine 12-Rubel-Münze aus Platin. Das war doch bloß eine alte Münze. Eine alte Münze, die 150.000 Dollar wert ist. Oha, muss eine alte Frau reichlich lange für stricken. Na, ich habe genug von Ihren faulen Witzchen. Sie werden mir jetzt sagen, wo der Schatz liegt, und zwar auf der Stelle. Auf keinen Fall, Medowski. Ach übrigens, haben Sie eben wirklich gesagt, endlich treffen wir uns wieder? Jetzt reden wir mit Cheers. Hallo! Hier unten! Oh, hallo, Miss. Könnten Sie mir helfen, bitte? Nein, kann ich nicht. Aber solange Sie da unten sind, könnten Sie mir vielleicht was erklären? Was? Bei unserem ersten Treffen haben Sie was gesagt und das geht mir im Kopf rum. Hab ich denn eine andere Wahl? Genau. Genau was? Die Wahl. Verstehe ich nicht. Also, ich bin Determinist. Passt zu dieser Art Arbeit. Aber was Sie in London gesagt haben, hat mich auf eine wichtige Frage gebracht. Gibt es so etwas wie freien Willen? Denn wenn ja, habe ich ein paar ziemlich blöde Entscheidungen getroffen in meinem Leben. Also müssen Sie mir mal eben helfen. Naja. Sie empfinden also Reue? Nein, ich glaube nicht. Aber Sorgen mache ich mir,
Dieser ganze freie Wille-Kram bringt mich ins Grübeln. Wir haben einen Willen. Wir können immer selbst entscheiden. Jetzt auch. Sie können frei entscheiden. Helfen Sie uns oder nicht? Ich weiß nicht. Wollen würde ich schon. Aber der Boss... Meine Philosophie-Nachhilfe schien zu wirken. Können Sie Medowski nicht aufhalten? Das hätte wenig Sinn. Sein Handeln ist vorbestimmt, genau wie meins. Was macht Ihnen Freude im Leben, Schiers? Naja, Fußball, eine gute Rauferei und Heckenskulpturen. Sie sind also Fußballfan, ja? Schönste Nebensache der Welt. Wenn alles vorbestimmt ist, warum dann überhaupt spielen? Welchen Sinn hätte dann das Ganze? Manchmal, wenn wir verlieren, sehe ich das exakt so. Wenn Ihre Heckenskulpturen vorbestimmt sind, was bringt das dann? Formschnitt hat nichts mit Ausdrucksfreiheit zu tun. Es ist gartenbauliches Valium. Es macht, dass die Stimmen aufhören. Ein Determinist sind Sie also. Ist das nicht bloß eine Ausrede, warum Sie sich von Medowski rumkommandieren lassen? Immerhin weiß ich, wer meine Handlungen steuert. Wissen Sie das auch? Na klar, ich tue, was ich will. Sie wollten also von der Gondel springen, ja? Ja, weil Sie und Medowski auf mich geschossen haben. Sie wollten doch auf mich schießen, oder? Na, ja, aber den Typen in der Galerie wollte ich nicht erschießen. Sie hatten gar nicht vor, Henri zu töten? Ich wollte ihn nur ein bisschen erschrecken. Aber dann ging die Knarre los und den Rest kennen Sie ja. Freier Wille hatte damit nichts zu tun. Aber Sie hatten sich entschieden, ihn nicht zu töten. Dass er gestorben ist, war ein Unfall. Glauben Sie also, ich hätte noch eine Chance zur Umkehr? Wenn Sie mit Umkehr eine Gefängnisstrafe mit frühzeitiger Entlassung wegen guter Führung meinen, dann... Ja, dann glaube ich, Sie haben noch eine Chance. Und wissen Sie was? Nein. Sagen Sie es mir. Ich werde langsam zu alt für diesen Verbrecherkäse. Ich glaube, ich habe eine Erleuchtung. Oder? Ich habe was Falsches gegessen. Nein, es ist definitiv eine Erleuchtung. Ich glaube, Sie haben recht. Was mich hierher gebracht hat, war ich und alles, was ich getan habe. Ich gehe mit dem Boss reden. Der hört sicher auf vernünftige Argumente. Boss! Boss! Was ist denn, du Blödmann? Wie oft habe ich dir gesagt, du sollst mich nicht stören, wenn ich dabei bin, jemanden umzubringen? Worauf hatten wir uns geeinigt? Ich bin der große Mann, der die großen Sachen erledigt. Und ich bin der kleine Mann, der die Kleinigkeiten erledigt. Genau. Also hast du nicht irgendwo eine Kleinigkeit zu erledigen? Es gäbe da schon eine Kleinigkeit, jetzt wo Sie es sagen. Na dann lass dich nicht aufhalten. Kümmere dich darum, Mann. Wenn Sie das sagen, Boss. Oh, was? Bitte sehr, freier Wille, auf Befehl. Also das nenne ich mal ein echtes Paradoxon. George? Das hat aber lang gedauert. Medowski und ich hatten größeren Gesprächsnachholbedarf. Und du und Schiers, ihr schient euch doch blendend zu unterhalten. Also dachte ich, du meldest dich schon, wenn ihr fertig seid. Immer nett, alte Freunde zu treffen. Oh, sie beide, ein Glück. Sie glauben ja nicht, was gerade passiert ist. Wir glauben alles. Oh je, das wird den Mönchen gar nicht gefallen. Wir hatten einen kleinen philosophischen Disput auf dem Weg nach oben. Nichts, was sich mit ein paar Streicheleinheiten nicht beheben ließe.
Jep, nicht wirklich kaputt. Mehr in einem Übergangsstadium. Erstaunlich, was man mit ein bisschen Farbe erreichen kann. Was jetzt, George? Wir finden Langham, stoppen seinen verrückten Plan, retten Eva und du gewinnst den Pulitzerpreis. Hey, wenn du das so sagst, George, klingt es einfach. Ja, aber... Wie sollen wir Langham jetzt fangen? Na, wir wissen ja relativ genau, wo er hin will. Stimmt, nach Mesopotamien, also in den Irak. Nicht gerade ein Touristenmekka. Soll ich sie hinbringen? Ich glaube nicht, dass wir Länge mit dem Auto einholen. Nicht mit dem Auto, Mann. Mit Medowskis voll fettem, voll aufgetankten, voll steuer- und abgabefreien Learjet 60. Sie meinen, Sie kommen rein in den Irak? Wäre nicht das erste Mal, wenn Sie wissen, was ich meine, Schätzchen. Ich habe die Schlüssel, die Kontakte und der Barschrank ist voll. Wie wär's? Ist das Mindeste, was ich tun kann? Das Letzte, woran ich mich erinnerte, war, dass ich in Medowskis Jet stieg und einen Cocktail von Cheers entgegennahm. Hallo! Ist da jemand? Was ist denn mit dem Licht passiert? Ist es so besser? Boah, Señor Marquez! In der Tat. Hallo, George. Aber Sie sind tot. Macht der Tod Ihnen Angst, George? Allerdings. Ich habe das ungute Gefühl, er kommt auf mich zu. Sie haben keine Wahl. Sie dürfen nicht zulassen, dass Langham Jehova vernichtet. Lucifer und Jehova müssen in Harmonie herrschen. Oder es siegt das Chaos. Hören Sie nicht auf ihn, George. Er will Sie nur in die Irre führen. Er ist ein Gnostiker, ein Ketzer. Lucifer ist der Teufel. Er muss vernichtet werden. Jehova muss allein herrschen. Na, na, immer mit der Ruhe, Padre. Ich bin kein großer Fan des Teufels, aber wenn Jehova regiert, was kommt dabei heraus? Unterordnung, Unterdrückung, stumpfsinnige Konformität. Nicht mein Ding, Freundchen. Ich bin mehr für Sex und Drugs und Rock'n'Roll. Bacchus ist ein Gott nach meinem Geschmack. Ach, sehen Sie, was dabei herauskommt, wenn einer sich von Jehova abwendet? Ein Hedonist voller Farbspritzer. Hören Sie nicht auf die beiden, George. Ein Ketzer und ein fauler Säufer. Ich bin nicht faul. Und ich kein Ketzer. Ich war der beste Fälscher der Branche. Und ich ging mit Freuden in den Tod für meinen Glauben, wie tausende meiner Vorfahren. Moment, Leute. Leute, bitte. Mein Traum, meine Regeln, okay? Für mich sieht das so aus. Was Sie Gier nennen, ist für ihn Streben. Und Ihre Unterordnung ist seine Ordnung. So, in etwa einer Stunde stehe ich vor einem Mann, der vorhat, Gott zu vernichten. Ich brauche Ratschläge, praktische Ratschläge. Kippen Sie sich einen hinter die Binde und gehen Sie unter wie ein Mann. Sie sind sowieso geliefert. Unsinn! Glauben Sie an Gott und er wird Ihr Schild sein! Hören Sie nicht auf die zwei, George. Sie haben beide Unrecht. Erhalten Sie die Harmonie. Wahren Sie das Gleichgewicht. Aber wie soll ich... Die Antwort ist in Ihren Händen, George. In meinen Händen? Wie meinen Sie das? George? George, wach auf! Du hast geträumt! Was? Was hast du gesagt? Du hast geträumt. Irgendwas von Sex und Drogen, so wie sich das angehört hat. Ja. Sind wir denn bald da? Naja, sieht aus wie der Ursprung vierer Flüsse. Der Garten Eden dürfte also da unten sein. Meine Damen und Herren, hier spricht Ihr Flugkapitän. Ich hoffe, Sie hatten einen angenehmen Flug. Die Temperatur in Eden liegt bei angenehmen 30 Grad. Wir werden auf einer flachen Ebene etwa 2 Kilometer tief in der Wüste landen.
also einen angenehmen Spaziergang von Ihrem Ziel entfernt. Bitte legen Sie nun Ihren Sicherheitsgurt an und all den Krempel. Lassen Sie mich zum Abschluss die Gelegenheit nutzen, mich persönlich zu bedanken, dass Sie sich für Air Shields entschieden haben. Wir hoffen, Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen. Naja. Naja. Ich sehe. Los jetzt, ich glaube, wir sind fast da. Warte, George. Ich glaube, Shears braucht eine Pause. Verfluchte Hacke. Ich bin fix und alle. Ich muss kurz mal verschnaufen. Geh du weiter, George. Wir kommen nach. Ah ja, okay. Ciao.